Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie bei den großen Medien ARD, Tagesschau, Spiegel und Welt, exemplarisch diese vier, wie bei ihnen alle Berichte über den Nazi-Eklat vom ukrainischen Botschafter Andriy Melnyk verschwunden sind. Andriy Melnyk hatte die Verantwortung von Stepan Bandera für Kriegsverbrechen an 800.000 Juden und 100.000 Polen bestritten, worauf sich Polen und Israel darüber beschwert haben und sich das ukrainische Außenministerium distanzieren musste. Wir erinnern uns, in die Ukraine liefert Deutschland Waffen. Gestern ist mir beim Schnitt schon nachträglich aufgefallen, dass der Beitrag, der am meisten gelesen wurde, also der Skandal von Melnyk, der erste Artikel dazu bei Spiegel, dass er auf der Hauptseite gar nicht mehr zu sehen war. Und das war nur 15 Stunden nach Erscheinen des Artikels. Das heißt, der Artikel ist erschienen, er wurde ganz oft geklickt und dann ist er allerspätestens nach 15 Stunden ist er von der Hauptseite verschwunden. Es ist so, dass auf der Hauptseite von den großen Nachrichtenportalen ein hoher Durchlauf ist. Viele Artikel bleiben dort aber über mehrere Tage lesbar. Anhand des abgefilmten Materials kann man das auch nachvollziehen. Beispielsweise ein Artikel über die AfD bei Welt blieb sehr viele Tage, aber auch ganz andere profane Artikel. Wie gesagt, habe ich die Nachrichtenportale abgefilmt. Bei Bedarf könnt ihr die Artikel googeln und im Artikel selbst steht dann der Entstehungszeitraum. Wichtig ist zu wissen, dass auf den Nachrichtenhauptseiten kein Datum steht. Und die abgefilmte Hauptseite zu einem Zeitpunkt ist im Nachgang nicht nachvollziehbar. Es ist aber natürlich ganz entscheidend, was auf eine Hauptseite gebracht wird, wie lange es gebracht wird und was nicht gebracht wird. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwann einen Prozess wegen Volksverhetzung geben wird. Und dabei spielen solche Beweise eine große Rolle. Die großen Medien werden im Nachgang sagen, seht her über Melnyk, wir haben berichtet. Hier sind zwei Artikel. Es ist dann aber im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar, dass diese Artikel nur wenige Stunden auf der Hauptseite zu lesen waren und sie deshalb ein viel geringeres Publikum erreicht haben wie vergleichbare andere Artikel. Wie ist jetzt die Berichterstattung nach zwei Tagen auf den genannten Medienportalen? Auf allen Medienportalen, auf ARD, auf ZDF, auf Welt und auf Spiegel, ist kein Artikel mehr über Melnyk auf der Hauptseite. Hier zum Beleg die abgefilmten Hauptseiten. Man sieht, alle möglichen profanen Artikel haben auf der Hauptseite Platz. Aber ein unglaublicher Skandal mit internationaler Tragweite wird nach zwei Tagen von der Hauptseite verbannt. Wir erinnern uns an das Vogelschiss-Zitat von Gauland.
oder an die 180-Grad-Wende von Höcke. Das sind alles zurechtgebogene Zitate, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, die mit dem Eklat von Melnick überhaupt nicht vergleichbar sind. Was Melnick gemacht hat, ist unzweideutig, vor allem im Kontext seiner bisherigen Äußerung. Sowohl bei Höcke als auch bei Gauland ist klar, dass es aus dem Zusammenhang gerissen wurde, dass sie keine Nazis sind und dass sich das jedenfalls nicht aus diesen Äußerungen herleiten lässt, die in den Medien ganz groß gebracht wurden. Es ist hier der ganz offensichtliche, einfache Beweis, dass die großen Medien in Deutschland ein Kartell bilden, jetzt auch die Welt auf die Linie eingeschwenkt ist, das Ganze verschwinden zu lassen und sie kollektiv Dinge groß halten und klein machen in wichtigen Bereichen, wie dem Ukraine-Konflikt. Es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, regelmäßig diese Hauptseiten abzufilmen, weil es nicht wiederherstellbar ist. Wie gesagt, im Artikel selbst steht das Datum, aber nicht auf der Hauptseite. Und die Hauptseite ist das Allerwichtigste, weil das die allermeisten Leute gucken. Die meisten Leute gehen auf die Hauptseite, scrollen das kurz runter und klicken dann auf irgendeinen Artikel. Beim Runterscrollen nehmen sie aber den ganzen Text wahr. Das heißt, der Text, er kommt ins Gehirn. Er kommt auf jeden Fall ins Gehirn. Und sehr viele Leute scrollen täglich diese Hauptseiten herunter. Das wissen die Betreiber natürlich auch ganz genau, dass das, was da steht, viel wichtiger ist, als was im Artikel selbst steht. Deswegen hat das höchste Priorität aus meiner Sicht, hier regelmäßig diese Hauptseiten abzufilmen. Ich mache das ja immer wieder stichprobenartig, aber im Grunde müsste täglich jedes Portal abgefilmt werden, was ich leider aber auch nicht leisten kann. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, möglichst oft das zu tun und es zu archivieren. Deswegen möchte ich euch einmal zeigen, wie das geht. Das geht nämlich relativ einfach. Und ich freue mich natürlich dann auch, wenn ihr mir dann was zuschickt. Oder ihr könnt das auch an die AfD schicken oder an wen auch immer könnt ihr es schicken. Weil es ganz wichtig ist, die Medien der Öffentlichkeit der Täuschung zu überführen. Man kann vielleicht auch einem Bekannten zeigen, hier, ich habe das abgefilmt, hier, guck's dir an. So sieht's aus. Hier ist die Täuschung schwarz auf weiß. Wenn man in Deutschland etwas verändern will, dann hat das die oberste Priorität, die Leute von den großen Medien wegzubringen. Und das ist so, viele Leute halten sich für aufgeklärt. Sie denken, sie wissen Bescheid, aber sie lassen sich immer wieder durch die Medien reinlegen. Weil allein durch das Lesen geht der Text ins Gehirn. Man wird immer reingelegt. Man denkt, es ist jetzt klar. Das und das ist klar, es kann gar nicht anders sein. Aber es fehlt die Fantasie dafür, dass wenn man nur ein paar Dinge weglässt, sich alles umdrehen kann, es plötzlich alles ganz anders aussehen kann. Das können sich beispielsweise viele im Ukraine-Konflikt nicht vorstellen. Dass tatsächlich die NATO, die USA der Angreifer sind, wo es doch ganz klar aussieht, Russland hat einen Angriffskrieg angefangen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, das kann gar nicht anders sein. Und indem man die Hintergründe nicht kennt, nicht versteht, dass die Ukrainer schon 2014 ihr eigenes Land angegriffen haben, dass ein Land ja nicht homogen ist, dass es ein Vielvölkerstaat ist, dass die eigenen Leute seit 2014 angegriffen werden und die Intervention von Russland das eigentliche Ziel ist, um dann sagen zu können, seht her, Russland hat angegriffen. Und man alles dafür tut, um einen Konflikt herzustellen, Russland in diesen Krieg reinzuziehen, das können sich die Leute nicht vorstellen. Das versteht man erst, wenn man die Hintergründe kennt, die man aber nicht aus den großen Medien so erfährt. Oder wo die Zusammenhänge einem nicht dargelegt werden. Wo vielleicht die Bruchstücke irgendwann mal gekommen sind, aber die Leute nicht in der Lage sind, das zusammenzufügen. Weil die einzelnen Bruchstücke längst vergessen worden sind und sie dann nicht zusammengefügt werden. Oder sie meistens überhaupt nicht angekommen sind. Also beispielsweise ich habe über den Ukraine-Konflikt sehr wenig gewusst, vor dem Februar. Und ich behaupte einmal, darüber weiß man nur Bescheid, wenn man sich explizit mit der Materie beschäftigt hat. Was aber die allermeisten Leute nicht tun. Jetzt im Folgenden kurz die Anleitung. Es gibt ein Programm, das heißt OBS Studio, das ist kostenlos. Das ladet ihr runter und das ist sehr einfach zu bedienen. Das installiert man und dann hat man die Möglichkeit, seinen Bildschirm aufzunehmen. Dann drückt man hier auf Aufnahme, nicht das oberste, nicht Stream, sondern Aufnahme. Links wählt man Bildschirmaufnahme an. Das ist wirklich ganz einfach. In den Einstellungen kann man dann einstellen, wo und wie man es abspeichern will, in welchem Verzeichnis. Und ich speichere es normalerweise als MP4 ab. Das ist auch ganz wichtig, sich eine gute Verzeichnisstruktur anzulegen, dass man alles übersichtlich hält und die Datei sofort umbenennt, sobald man sie aufgenommen hat. Ihr klickt dann also auf Aufnahme und jetzt ist es wichtig, das Datum festzuhalten. Weil wie gesagt, auf den Hauptseiten ist das Datum nicht angegeben und das Verfahren, das ich jetzt gewählt habe, ist es so, die Uhrzeit zu googeln und dann das mit einzublenden. Das seht ihr immer. Wenn ihr ein besseres Verfahren kennt, könnt ihr es natürlich sagen. Jedenfalls blende ich die Uhrzeit dann ein, drücke auf Aufnahme, dann scrolle ich runter und voilà, es ist abgefilmt. Der jetzige Zustand.
der später nie wieder so rekonstruiert werden kann. Also jedenfalls nicht von uns. Vielleicht von Spiegel Online oder von wem auch immer. Aber eben nie wieder von uns. Eine weitere Möglichkeit ist es, Screenshots zu machen. Da gibt es das Windows-eigene Snipping-Tool oder jetzt seit neuestem ein anderes Tool und nicht mehr seit neuestem. Jedenfalls ist das auch sehr einfach. Wichtig ist natürlich auch hier, Verzeichnisstruktur anlegen, die Dateien richtig benennen, dass man sie nachher wieder findet. Mittlerweile habe ich ein relativ großes Archiv von allen möglichen Dateien angelegt. Da könnte ich allein schon 100 Videos drüber machen, über das ganze Material, das ich gesammelt habe. Immer wieder, wenn mir was auffällt, dann mache ich schnell einen Screenshot. Man weiß ja nicht, wofür man es mal gebrauchen kann. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.